Ich möchte jetzt zeigen, wie man mit der Rechtschreibprüfung eine Prüfung des Textes durchführen kann. Dazu muss ich erst einmal sicherstellen, dass dem Text auch eine Sprache, die geprüft werden kann, überprüft werden kann, zugeordnet wurde. Ich gehe auf Formatvorlage. Da habe ich hier die Formatvorlage Standard. Ich gehe auf rechte Maustaste ändern. Hier habe ich mehr Registerkarten. Hier gehe ich zur Registerkarte Schrift und stelle mir hier eine Sprache ein. Eine Sprache, die zu meinen Wörterbüchern passt. In dem Fall habe ich hier Deutsch-Österreich. Klick auf OK und da sieht man schon, wie hier auf einmal dann diese ganzen unterstrichenen Wörter angezeigt werden. Ich vergrößere das jetzt hier mal. Dann sieht man, diese Begriffe werden dann dargestellt, wenn der Writer meint, dass sie nicht in seinem Wörterbuch gut dazu passen. Ihr könntet sie hergehen, rechte Maustaste, und bekommt dann hier ein paar Wörter vorgeschlagen. Könntet sie auf das gehen zum Beispiel. Etwas ausgebessert. Das ist hier der Originaltext von Immanuel Kant aus dem 18. Jahrhundert. Ich kann es aber auch hier etwas automatischer machen lassen. Wenn ich hier auf Extras gehe, Rechtschreibung und Grammatik, dann geht mir dieses Fenster auf. Textsprache ist hier Deutsch-Österreich. Könnt ihr auch andere Sprachen einstellen und bekomme dann hier für den rot hervorgehobenen Begriff andere Wörter vorgeschlagen. Ich könnte dann diese Wörter man zum Beispiel übernehmen und ich könnte sie ignorieren oder ich könnte einfach hierher gehen und sagen, statt selbstverschuldet, gebe ich mitverschuldet an, Klick auf Ändern und das Ganze wird dann umgeändert. Das Hapere auch ist etwas Lateinisches, da würde es sich zum Beispiel auch nicht anbieten, dann Hapere zu machen. Ich mache es jetzt einfach mal mit Anführungszeichen aus Spaß heraus und es hat sich dann insofern dann verändert. Und so kann ich dann alles durchgehen. Wenig empfehlenswert wäre, wenn ich hier Autokorrektur machen würde, dann würde ich immer noch den Vorschlägen das Ganze dann hier durchführen. Siehst hier, Hapere Audio wurde von Sapre Audio umgeändert. Und so kann man halt dann Wort für Wort dann entscheiden, was man eben dann möchte und inwiefern dann hier die Rechtschreibprüfung durchgeführt wird. Ist aber ein guter Hinweis und eine gute Orientierung, dass da etwas vielleicht nicht passen könnte und deswegen sollte man auch diese Korrekturfunktion des Textverwaltungsprogramms auch wirklich verwenden.